Was transportierst du? Und vor allem merkst du nicht, dass du im Kreis fährst, Brudi? Ich habe das Tempo so erhöht, dass es den entgleist hat. Flammenwerferaufzug. Boah, der Rückstoß ist extrem krass. Und Zug. Und Einschlag. Was passiert, wenn wir ein Flugzeug auf so ein... Hallo und herzlich willkommen hier zum neunten Video vom Kanal. Ich spiele heute wieder Teardown. Ja, ist beim letzten Mal, was Aufrufe angeht, überhaupt nicht gut angekommen. Aber was Likes angeht, habt ihr die gewissen Likes erreicht. Also, genau, vorab, ihr könnt jetzt auf dem Kanal Mitglied werden. Dort habt ihr dann spezielle Zeichen in eurem Namen, die sich erhöhen, umso länger die Mitgliedschaft geht. Zusätzlich habt ihr Emojis, die andere nicht benutzen. Und die könnt ihr in den Chat posten. Und ihr seht Umfragen, die andere auch nicht sehen. Falls ihr daran Interesse habt, erster Link in der Beschreibung, müsst ihr aber natürlich nicht. Achso, aber ihr würdet mich damit extrem freuen. Nee, warte, ich würde mich damit... Leute, ich würde mich freuen. Das ist jetzt also der Zug. Der ist ein bisschen von der Qualität her nicht so nice. Warte, ich... Hä, wo sind denn die... Achso, ich habe die anderen Waffen rausgetan. Ich mache mal die Handgun, damit ich hier rauskomme. Oh, oh! Da habe ich den Zug ein bisschen zerstört. Hä, das ist voll cool gemacht. So eine kleine Map, wo der Zug hin... Ja, cool. Ach, jetzt sehe ich das erst. Ich schieße damit ja was mit der Handgun. Ich dachte früher immer, das ist einfach so ein Machtschuh praktisch, wie bei Star Wars. Also, versteht ihr? Ja, gut. Nee, aber sehr cool gemacht, auch mit dem Hintergrund dann. Ich würde mir schon wünschen, dass es irgendwie mehr Züge gäbe oder der Zug länger ist. Aber akzeptieren wir jetzt mal so. Ich würde sagen, ich schieße mal mit der Handgun so den hinteren Teil ab. Pam! Ach nee, warte, ich muss vorhalten. Da ist jetzt eben der Punkt mit diesem... Ja, er ist halt in Bewegung. Oh nein, ich muss vorhalten. Gut, Leute, zusätzlich muss man dazu sagen, ich habe eine neue Maus. Die ist deutlich leichter, also wahrscheinlich dreifach so leicht. Und deswegen muss ich damit erstmal klarkommen. Ja! Ich habe ihn abgetrennt. Oh nein, und das direkt im Tunnel. Oh, cringe. Ah, er rollt runter. Sehr gut. Dann kann ich mal abchecken, was hier abgeht. Vor allem, der wird ja dann in das Teil reinrasen, fällt mir gerade auf. Okay, der Tunnel ist relativ normal gemacht. Ja, der Zug hat ja einen Inhalt. Nein. Was transportierst du? Und vor allem merkst du nicht, dass du im Kreis fährst, Brudi? Also ich will ja nichts sagen, aber die werden sich gleich hart crashen. Also der Zug mit seinem Waggon. Der hat auch nicht mal gerafft, dass er einen verloren hat. Glaubt ihr, ich kann die Gleise zerstören? Naja, wir werden jetzt erstmal enjoyen, was passiert, wenn der ihn rammt. Oh mein Gott. Es haut ihn aus den Gleisen. Oh nein. Ja gut, das war's, glaube ich. Krass, er hat ihn entgleist. Ja, man kann ihn sogar einkrachen lassen. Oh, wie cool. Da ist echt viel möglich. Jetzt bricht zusammen. Bricht zusammen. Ja, war cool. Okay, Restart geht ja nicht anders. Ja, war auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang. Ich kann ihn übrigens auch fahren. Das ist auch so das Ding. Ja, ich kann sogar wirklich bremsen. Da könnten wir praktisch zusehen, wie... Warte, werde ich jetzt schneller? Ja, ist es nicht viel zu schnell? Oder? Nee, warte, jetzt bin ich wieder normal. Ich glaube, ich kann echt Tempo erhöhen, oder? Oh mein Gott, ja. Ich habe das Tempo so erhöht, dass es den entgleist hat. Oh mein Gott, jetzt schleift er ihm mit. Darf ich mal hier rauskommen? Oh, das ist immer richtig traurig, dass ich gleich den Zug zerstören muss damit. Egal, wir machen jetzt, weil ich habe mir auch einen Flamer geholt. Das ist so ein Flammenwerfer. Boah, wie gut. Flammenwerferaufzug. Oh. Der ist ein bisschen schnell. Hä, was heißt das? LBM Fire, Flamer. Ach, ich verliere sogar Brennstoff. Okay, Freunde, ich habe gerade nachgeguckt. Ich kann leider nicht dauerhaft fliegen. Falls es irgendwie geht, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare reinschreiben. Weil das ist wirklich extrem nervig. Ja, so langsam fliegen kann mit dem Jetpack. Und dann dauert das mal Jahre, bis ich dann angekommen bin. Egal, wir machen jetzt Flammenwerfer auf den Zug. Ob das was bringt. Es bringt gar nichts, oder? Machen wir mal hier die komplette Power. Es brennt nur minimal. Es brennt vielleicht doch ein bisschen mehr. Jetzt ist die Frage, ob das irgendwann aufhört oder ob das nur die Türen sind. Ich glaube, das sind echt nur die Türen. Ah, ich kann die Gleise. Ja gut, das macht Sinn. Wenn die Gleise dann halt brennen. Okay, der Zug müsste gleich wieder kommen. Ich hoffe, ja, das bricht zusammen. Jetzt bin ich echt gespannt, ob er noch drüber kommt oder ja, ob das passiert, was wir alle hoffen. Er bricht innerlich zusammen. Das Problem ist, die Schienen allgemein sind ja noch da. Nur das Holzkonstrukt ist weg. Ja, dachte ich mir. Oh nee, da jetzt funktioniert dann. Ja, entweder warten wir noch mal ein bisschen, noch eine Runde, oder... Jetzt bin ich gespannt. Normalerweise, wenn er drüber fährt, müsste das Rad hier rausfliegen. Ja, wir können hier noch mal ein bisschen Sachen verbrennen. Ich glaube, das wird dann Ende. Aber ich will noch nicht predikten. Vielleicht fährst du auch gespannt drüber. Und? Ja. Genau das, was ich dachte. Er braucht diese zwei Schienen, weil sonst... Aber er fährt noch.
Der will irgendwie nicht ganz runterkrachen. Ja, krass. Ist diesmal echt ein bisschen entspannter. Aber ich glaube auch ganz witzig. Okay, Handgun. Das waren jetzt so die harmlosen Sachen. Jetzt kommen mal ein bisschen krassere. Der Enforcer. Also, es ist so ein Flammenwerfer. Okay, das sind die normalen Minigun-Kugeln. Sogar mit so Effekt. Wie weit fliegen die? Das ist jetzt auch die Frage. Ob ich den damit irgendwie hitte? Und dann LBM. Explosivmunition gibt's auch. Oh mein Gott. Ja, das ist auf jeden Fall eine Explosivmunition. Boah, der Rückschuss ist extrem krass. Komm, Explosivmunition. Macht der irgendwas überhaupt? Aber ich glaube, er fährt langsamer, der Zug. Ja. Jetzt hat er aufgehört. Oder? Nee, der fährt immer noch. Ja gut, wir haben den Motorblock zerstört. Hä, wir haben... Wieso haben wir uns selbst zerstört? Ich bin nicht tot, aber irgendwie auch... Ja, egal. Okay, das war cool. Ja, ich habe jetzt nicht so viele Waffen gedownloadet. Warte, ich muss mich mal hier draufsetzen. Ja, was gibt's denn noch? Orbital Strike. Das muss man halt gut planen, dass er genau runterkommt, wenn... Street Strike. Oh, da habe ich Bock drauf. Leute, wir werden den Asteroid Strike da vorne hinmachen. Vielleicht kommt er genau runter. Nee, kommt er nicht. Deutlich vorher. Direkt in den Tunnel rein. Kommen wir überhaupt noch durch? Oh, ich komme da sowieso nicht durch. Ich glaube, ich plane es immer ein bisschen zu früh. Ach so, ich habe die Schienen gar nicht getroffen. Machen wir mal hier. Da müsste ich jetzt direkt eigentlich den Zug treffen. Ah, das ist ein bisschen weiter vorne, fällt mir gerade auf. Ich muss weiter hinter drücken. Das geht immer viel zu weit vorne. Ich will hier den Zug treffen. Da, was sagst du dazu? Immer noch nicht. Jetzt muss er aber treffen. Und Zug und ein Schlag. Hä, wir haben nicht mal richtig getroffen. So, jetzt aber. Hä? Ach so! Ich hab's nicht gesehen, ich dachte, der kommt von oben. Okay, komm, wir machen nochmal einen Hit auf die Lokomotive. Von welcher Seite? Das war's jetzt. Lebst du noch? Aber es ist schon cool, wenn du so ein fahrendes Objekt zerstören kannst. Finde ich irgendwie cooler als so Standobjekte. Aber du musst es halt auch besser planen. Diesmal ist es beim ersten Strike aber echt cool. Wartet, ich lege mich mal weg, weil jetzt habe ich praktisch die Plane View und ich kann jetzt alles machen, was ich will. Ja, die 25er Geschosse, das sind halt so langweilige. Oh nee, der Nebel. Ich sehe fast nichts. Ja, okay, die gehen auch. 100, ja gut, da ist vorbei. Ja. Keine Chance. Den zerberstet es komplett. Okay, Clusterbomben. Napalm, ja gut, aber wir haben ja schon gesehen, Feuer bringt nicht so viel. Ah, das ist praktisch wie ein Flammenwerfer. Oh, bloß macht der richtig Schaden. Das ist also nicht so wie ein Flammenwerfer. Komm schon, verbrennen. Nee, 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 nee. Ja gut. Airstrike. Stimmt, wir hatten noch einen anderen Airstrike. Oh nee, jetzt habe ich da drauf irgendwas gemacht. Ja, hier die Geschosse. Oh mein Gott, ich hab aber... Stimmt, ich hab... Oh. Oh mein Gott. Das kann man richtig gut nutzen. Bunker Burst. Direkt auf den Tunnel. Ich glaube, das war's, oder? Da kommt überhaupt irgendwas. Ah, da oben. Oh mein Gott. Nee, aber es hat... Den Zug, glaube ich, nicht getroffen. Ich weiß es nicht. Okay, Wild Heavy Barrage. Wenn ich das da vorne mache, die Gleise werden selbst nicht mehr stehen. Das war's. Ich habe kurz... Oh, aber die... Ja, die Lok auch. Oh, ja, keine Chance. Minigunfire hätten wir noch. Also müsste auch perfekt treffen. Oh, es trifft nicht. Oh, genau, wo es weg war. Ich glaube, das machen wir öfter, so fahrende Objekte. Der Nuke will ich nochmal ausprobieren. Die ist aber ein bisschen sehr krass eingestellt. Also, da wird nichts überleben. Hallo? Ja. Obwohl, geht eigentlich, oder? So eine Nuke, obwohl, oh nein. Ach doch, die Reichweite war gar nicht so krass. Also, wir könnten es über... Nein. Denn, ja, hier gibt es keine Gleise mehr. Ja gut, nochmal Nuke auf den Train. Boah, diese Druckwelle ist so krass. Also ich glaube, das war immer noch das Krasseste, als wir damals New York, also Mini-New York, mit so einer Atom-Nuklear-Explosion zerstört haben. Die will ich nochmal testen. Was passiert, wenn wir ein Flugzeug auf so ein... Boah, das schleudert die richtig weg? Krass, die hat echt eine krasse Druckwelle. Na gut, das jetzt ist halt nichts mehr da. Kann ich die aus der Map schleudern? Oh, ich liebe es. Ah, nee, das ist sogar nur Deko. Ich dachte, das sind echte... Ah, manche Bäume waren echt. Oh, nee, 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 nee. Bitte nicht die Gleise berühren. Nee, ich will auf jeden Fall hier rein. Oh mein Gott. Das ist wie im Film.
Wenn das Flugzeug so im Tunnel landet und die beiden Flügel abtrennt. Ich glaube, das war sogar in Indiana Jones mit diesem kleinen Propellerflugzeug. Kennt ihr die Szene? Da, wie es hier die Flügel abtrennt. So, Leute, jetzt machen wir den letzten Test. Das, wofür ihr alle ja hergekommen seid. Und zwar werden wir jetzt den Train teilen. Ich weiß gar nicht, wo teilen wir das denn? Ich glaube, da ist am besten. Warte, wann muss ich schießen? Wann muss ich schießen? Und jetzt hier. Ja gut. 3, 2, 1 und pam! Ich kann den Boden nicht trennen, sehe ich gerade. Ah, okay, okay, okay. Kann ich da? Ja, der Boden ist ein festes Objekt. Die wiederum aber nicht. Ah, okay, okay. Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Das Endresultat mit dem Durchteilen, ja gut, war ein bisschen langweilig. Aber die davor, glaube ich, waren ganz cool, die Sachen, die wir getestet haben. Ja, also wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like dabei. 7 Likes kommen. Die nächste Folge Teardown. Ja, auch gerne Videoideen in die Kommentare. Checkt gerne die Mitgliedschaft aus. Erster Link in der Beschreibung. Sonst würde ich sagen, war's es mit dem Video. Haut rein und bis zum nächsten Mal.